Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und nach langer Zeit gibt's heute wieder einen Trading-Tipp. Echt viele haben sich das gewünscht und deswegen dachte ich mir, komm, ich hau nochmal gegen Ende von FIFA 17 einen Trading-Tipp raus. Das wird wahrscheinlich aber auch der letzte sein, der online kommt, denn ich bereite mich jetzt echt schon auf FIFA 18 vor, versuche dahingehend schon Trading-Tipps hochzuladen, so Anfangstipps und so habe ich auch unter anderem schon gemacht. Und dann gehen wir jetzt hier direkt rein zu den Trading-Tipps und ja, ihr seht schon, auf der Transferliste habe ich 21 Spieler gelagert, sage ich mal. Und ich werde euch jetzt erklären, was das für Spieler sind und ihr müsst einfach ja nur in euren Verein reingehen und dort dann, sage ich mal, gewisse Spieler verkaufen. Und zwar geht es hier grundsätzlich um die SBC, Chemie ist alles, beziehungsweise auf Englisch Chemistry is Key. Und ja, dafür braucht man 7 Spieler eines Vereins mit 7 verschiedenen Nationen. Ja, ich habe die SBC auch schon hochgeladen. Ich kann es euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Ich kann euch die Bedingungen nicht mehr zeigen, weil ich es eben schon abgeschlossen habe. Aber, ja, da braucht man zum Beispiel 7 Spieler von AS Rom oder 7 Spieler von Eintracht Frankfurt. Und da braucht man eben dann natürlich 7 verschiedene Nationen. Deswegen, wenn ihr irgendwie den Brasilianer von Eintracht Frankfurt habt, müsst ihr diesen unbedingt jetzt verkaufen. Denn der ist noch sehr, sehr viel wert, bis diese SBC eben abläuft. Und ja, ich zeige euch mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe jetzt schon die Spieler rausgefiltert, ihr habt es vorhin gesehen, 21 Stück. Ich bin hier einfach bei jedem Verein einmal durchgegangen, habe dann geschaut, okay, habe ich da Spieler dabei, die eine andere Nation haben als ja, als die Liga, aus der dieser Verein kommt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also das Land ist hier England und ich habe halt jetzt nicht nach englischen Spielern Ausschau gehalten, sondern eher zum Beispiel jetzt nach Franzosen eben, wie hier zum Beispiel. Allerdings ist Caballé nicht so viel wert gewesen, leider. Deswegen habe ich den nicht mit reingenommen. Und ja, da bin ich eben bei jedem Verein durchgegangen, habe mir dann die Spieler rausgepickt, die eine bestimmte Nation haben, also die eine andere Nation haben, eine, ja, eine exklusive Nation, eine bisschen exotische Nation. Und ja, das habe ich gemacht mit allen Top-Ligen und mit jedem Verein. Ich bin einfach alles durchgegangen. Das ist extrem leicht und das könnt ihr einfach auch machen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eben, wie gesagt, bei Eintracht Frankfurt irgendwie einen Brasilianer habt, dann müsst ihr unbedingt auf den Preisvergleich gehen. Schaut danach, okay, ist der Spieler mehr wert? Wenn er mehr wert ist, dann verkauft ihr ihn. Ganz, ganz easy das Prinzip. Hier haben wir zum Beispiel Origi als Beispiel. Der ist jetzt nicht ganz so viel wert, so circa ja, 1200 Münzen. Dann Valdez, ein Spanier von Bournemouth. Ist jetzt auch nicht, oh, Middlebrough ist das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Alter, es ist so heiß hier. Ja, der ist leider auch nicht ganz so viel wert, stelle ich aber auch einfach mal drauf. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zu faul, jetzt um die ganzen Spielerpreise ganz genau nachzusehen. Deswegen stelle ich die einfach mal hier so für 6,50 drauf, aber der wird natürlich auch drauf geboten. Empfehlenswert ist es natürlich, die Spieler genau nachzusehen, denn dann kriegt ihr sie auch für einen besseren Preis weg. Gradel war auch nicht so viel wert, aber Aranguiz dürfte auch ein bisschen mehr wert sein. Okay, der ist jetzt auch leider schon ein bisschen gesunken. Ja, wir gehen weiter. Muriel bei Sevilla müsste das sein. Ist auch ein bisschen mehr wert, jetzt nicht wirklich viel, aber die Kracher kommen noch, Jungs, die Kracher kommen noch. Achso, ich denke es mir gerade, das sind auch Spieler, die ich gerade vorhin im Pack-Opening draufgepackt habe. Ich denke mir gerade, richtig komisch. So, Danilo ist ein gutes Beispiel, der kostet nämlich 2000 Münzen. Sehr, sehr nice. Einfach mal für so einen random Spieler 2000 Münzen bekommen. Bobadilla ist auch viel wert. Ja, ihr seht es hier, Bobadilla kostet ca. 3000 Münzen. Und das ist krass. Und so, nach solchen Spielern müsst ihr eben Ausschau halten. Osako, kostet ca. 1000 Münzen, ist jetzt auch nicht die Welt, aber kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Batra war, glaube ich, auch noch ziemlich viel wert. Ja, ihr seht es hier auch so, 2500. Das kann man mitnehmen, Jungs. Ihr dürft auf jeden Fall nicht zu geizig sein, sage ich mal. Oder ihr dürft euch nicht zu schade sein, diese Spieler nach diesen Spielern Ausschau zu halten und diese Spieler dann reinzustellen. Rodriguez seht ihr hier, der kostet 5000 Münzen und das ist krass. Der Bastos ist, glaube ich, nicht ganz so teuer gewesen. Ja, der kostet nur so 7,50. Lohnt sich nicht so extrem. Ospina haben wir hier bei 1,5 circa, weil er halt einfach, ja, auch kein Engländer aus der Premier League ist. Und ja, Diawara war der noch was wert. Ein bisschen ist der auch noch wert. Ihr seht es hier, 2000 Coins. Also schaut einfach mal in eurem Verein nach. Schaut dort, okay, habe ich Spieler aus bestimmten Ligen mit komischen Nationen, mit außergewöhnlichen Nationen. Und dann, ja, stellt die Spieler einfach rein. So einfach ist das, Freunde. Und dann war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, falls ihr auch Trading-Clips eben zum Beginn von FIFA 18 sehen wollt. Und dann war es von meiner Seite aus. Und vergesst nicht, Freunde, habt immer High Hopes und ciao.